Ja, hi. Hier ist Jenny. Und ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar hier. Ich weiß, könnt ihr das sehen? 120 Kilometer. Ich habe gerade in der Navi eingegeben, das Ziel eingegeben. Es ist jetzt Freitag. Wir haben 17 Uhr. Und Lydia und ich, wir treffen uns gleich in Stein. In einem Café, wo ein Raum hinten dran ist, wo bespielbare Turniertische stehen. Und da steht auch ein Galando. Und ja, da wir hier im Umkreis kein Galando gefunden haben, treffen Lydia und ich uns jetzt in Holland. Ja. Ich freue mich da sehr drauf. Sie ist gerade noch beim Tierarzt und ich muss noch den Wagen tanken. Und dann werden wir dorthin fahren. Das ist ein Stamm, also ja, ein Stammladen, also ein Stammtrainingsort von einem sehr guten Spieler. Und da freue ich mich auch drauf. Vielleicht kann man sich mal am Tisch stellen mit, also Lüje und ich, und dann gegen gute Spieler spielen. Da freut man sich immer drauf. Wir werden ja, schauen, wie es läuft, gegeneinander spielen. Eigenarten von Tischen möglichst versuchen, die Eigenart des Tisches in uns aufzunehmen und ja, schauen, was für Bälle im Moment aktuell sind. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es ein sehr schöner Abend wird. Dann wollte ich vielleicht noch mal ein paar Sätze über das Kickern an sich sagen. Kickern ist für uns, oder Tischfußball ist für uns und auch eine immer größer werdende Community, richtiger Sport. Es ist anstrengend und fordert sehr viel. Also ich finde, es fordert sehr viel und es gibt, also ja, es ist, also wie soll ich sagen? Also es sind keine Grenzen, nicht wirklich Grenzen nach oben gesetzt. Lydia und ich zum Beispiel, wir sind jetzt Semi-Pros, als Semi-Pros eingestuft. Darüber gibt es aber noch zwei Levels. Und zwar wäre die nächste, wäre Pro. Und darüber kommt dann noch das Pro Masters. Und selbst innerhalb dieser Spanne sind die Fortschritte, die du machen kannst, aber irre groß. Und die Möglichkeiten, also jedes Spiel bietet einfach, also wenn es ein gutes Spiel ist, manche Spiele gehen bis zu anderthalb Stunden und bieten einfach irre viele Möglichkeiten. Du musst, zum Ersten musst du körperlich ziemlich fit sein und es wäre, also und auch deine, ja, mentale Fitness spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Nur wenn beides ziemlich im Einklang ist und du wirklich in guter Verfassung bist, schneidest du gut in diesen auf so einem Turnier ab. Das Turnier, was Lydia und ich spielen werden in Chester, das sieht so aus: Wir haben jetzt ein Package gebucht mit 8 Disziplinen und da Lydia und ich, also 8 Disziplinen, die in diesem Semi-Pro-Package mit drin sind, und dazu können noch wenn gewünscht ist, noch vier Disziplinen gewünscht, also dazu gebucht werden. Was als zwei werden wir auf jeden Fall spielen. Das ist das Damen-Einzel und das Damen-Doppel. Das Damen-Doppel, wofür wir jetzt eigentlich extra dahin reisen, weil das unsere Disziplin ist, wo wir uns am meisten erhoffen. Dazu gibt es dann noch das Draw Your Partner, und zwar ist das eine Disziplin, das fängt dann abends, Freitagabends um 8 Uhr an. Es ist quasi, alle reisen an, lassen sich registrieren und dann wird sich nochmal ein bisschen warm gespielt. Dann wird sich auch kennen, also man lernt sich dann kennen, gewöhnt sich an die Atmosphäre, ja, und das ist immer ganz witzig. Man hofft natürlich immer, dass man ziemlich guten Spieler erwischt, aber es ist computergeneriert und die Chance, den besten Spieler zu bekommen, ist natürlich sehr klein. Ja, hat so einen sportlichen Charakter. Ja, es ist, und ja, man kann auch, wenn man Neuling zieht, immer wieder was Neues lernen am Tisch. Es ist auf jeden Fall eine große Gaudi.
Und man gewöhnt sich so langsam wieder an den Turniermodus, dass wirklich jede Aktion, die du am Tisch bringst, belohnt oder auch bestraft wird. Und je mehr du dein Spiel je mehr du fähig bist, deine Konzentration und deine Nervosität zu kontrollieren, umso besser wirst du natürlich, umso bessere Ergebnisse wirst du natürlich erzielen. Umso glücklicher macht dich das dann im Endeffekt. Woran ich heute noch gedacht habe, ist, ob man da vielleicht Lebensmittel mitnehmen kann. Ob ich Lebensmittel jetzt einpacken kann für die Turniertage. Weil im Endeffekt werden wir nur so leichte Sachen essen. Wir werden vielleicht Haferflocken essen, Bananen ganz viel und so viel Magnesium wie möglich zu uns nehmen, damit unsere Muskeln nicht krampfen, weil es sehr anstrengend ist über Stunden. Wir werden ja wirklich morgens aufstehen. Wir haben ein Haus gebucht, was nur 8 Minuten also Fußweg von der Arena ist. Und dann werden wir da hingehen und im Endeffekt den ganzen Tag unsere Turniere spielen und versuchen, bei jedem Spiel immer das Beste zu geben. So. Ja, habe ich was vergessen, was ich sagen wollte? Kickern als Sport? Ja, also viele vergleichen das, ja, viele vergleichen vielleicht auch Tischfußball, die das so gar nicht kennen, so Sportarten wie Darten und Bowlen. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich habe noch nie auf professioneller Ebene gedartet und auch nie auf professioneller Ebene gebowlt. Wobei ich Bowlen schon anstrengend finde. Das Kickern ist... Also das allererste Turnier, was ich mit meinem Mann gespielt habe, das war 2006, glaube ich. Damals waren die Stangen noch ganz anders, die waren aus Vollmetall. Und da habe ich den ersten Tag gespielt. Ich hatte gar nicht viele Disziplinen gespielt, aber ich war so fix. Also ich bin aufgestanden und konnte mich nicht... Also als ich aufgestanden bin morgens, habe ich die Augen aufgemacht und konnte mich nicht bewegen. Weil wirklich alle Muskeln angespannt waren. Es ist heute nicht mehr so. Und Lydia und ich, wir benutzen vielleicht dieses Anfangsturnier, was eins der ersten Turniere in der Saison 2019 ist, auch einfach mal, um wieder fit zu werden. Wir haben jetzt noch knapp 57 Tage bis zum Turnier. Ja, und das ist auf jeden Fall ganz gut, um da wieder ein bisschen Fitness in den Körper und in den Kopf zu kriegen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin. So, in diesem Laden sind wir jetzt gerade. Lydia. Hallo. Und ich. Und wir haben einen super schönen, einen wirklich super schönen Galando gehabt und konnten da ein bisschen drauf trainieren. Ja, hat seine Vor- und Nachteile. Müssten wir mal. Aber es ist auf jeden Fall möglich, oder? Was sagst du? Mhm. Ja. Ja, macht Spaß und es ist auf jeden Fall sind da Möglichkeiten drin. Wir haben auch was ist das? Pro-Spieler? Ist er Pro oder ist er ja, Pro-Master? Elite. Mhm. Ich glaube Pro-Master. Den haben wir zusammen mit einem Teamkollegen von ihm, also aus Halbspaß. Man kickert immer aus Halbspaß, ja, ne? Eben. Aber wir haben gewonnen. Juhu. Ganz. Ja, das hat uns schon mal ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Und ich würde sagen, da ist noch einiges drin. Ich nehme euch gleich auch mal ganz kurz noch mal mit, wenn wir reingehen. Ein Getränk trinken wir noch, ne? Okay. Weil wir zu viel gekommen sind, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz rein und dann zeige ich euch den Laden. Wirklich schöner Laden. Dann könnt ihr euch mal so vorstellen. Die haben extra den Galando für uns rausgestellt. War total nett. Ich guck mal, dass ich so unauffällig wie möglich versuche, ein Video zu machen. Ich tue einfach so, als ob ich telefoniere. Da ist ein Gebäcker. Lydia geht vor und ich gehe einfach nach. Voller Leitung, ja.
zeige euch jetzt mal einmal die Tische. Das ist zum Beispiel Leonard. Das ist mein Lieblingstisch. PvP Ulrich. Super Tisch. Hier haben wir einen, was auch immer. Und hier steht noch ein Benzin. Und Zini. Und ein Tornado steht hier auch. Was ein schöner Kickerladen, ha? Jetzt spielen wir noch ein paar Bälle von Zini. Ich glaube, es ist einfach zu dunkel, um zu filmen. So geht's vielleicht, genau. Hi. Also, ich habe mich jetzt gerade von der Lydia verabschiedet. Es ist kurz vor 11. Und wir haben uns bedankt bei Herrn D., dass er uns die Möglichkeit bietet, hier auf dem Galando zu trainieren. Er hat gesagt, wir können jederzeit kommen, aber als wir dann gesagt haben, ja, wird ein bisschen schwierig, wird wahrscheinlich nur noch ein- oder zweimal zustande kommen, bevor wir dann wirklich nach England fahren. Aber es ist auf jeden Fall ein super toller Kickerladen. Also alle Tische, alle aktuellen Turniertische sind am Start und top gepflegt. Die Leute sind richtig nett. Ja, es gibt dann einen Tisch, der heißt, wie heißt der? Top Ball oder so. Das ist der holländische Tisch. Und die Mannschaft, die gerade hier war, die hat auf einem belgischen Tisch trainiert, der Jupiter heißt. Heißt der Jupiter, ja. Und also es war ein wirklich gelungener Trainingsabend, muss ich sagen. Der Galando ist ein bisschen anders zu spielen, weil die Abstände ein bisschen anders sind. Das heißt, die Dreierreihe vorne, die hat größere Abstände als mein normaler Tisch. Und da ist es so ein bisschen schwierig, mein Passsystem muss ich da noch angleichen. Das heißt, es wäre gut, wenn ich auf jeden Fall noch ein paar Stunden an diesem Tisch üben könnte, bevor wir das Turnier in England spielen. Ja, ich werde jetzt nach Hause fahren. Vielleicht werde ich noch schauen, je nachdem, wie lange ich brauche, ob ich eine Runde zu Hause in der im Stammladen, ob da noch gekickert wird. Aber soweit war das jetzt schon. Also es war schon sehr anstrengend. Wir haben gemerkt, dass das schon ganz schön Kraft kostet, am Tisch so lange zu stehen. Und jetzt haben wir wir haben jetzt schon so einen Eindruck von dem, was uns da erwartet. Und gucken, wo wir jetzt unsere Ambitionen platzieren. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass ich euch das mal zeigen konnte. Und da halte ich euch weiter auf dem Laufenden. Bis dahin. Tschüss.